Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines, Industries DLC und Co. Hier bei Heisenberg Zockt. Züge haben wir auch, nicht nur Industries. Aber Industries haben wir insbesondere, weil es primär natürlich um dieses DLC geht. Und jetzt muss ich hier gerade mal noch kurz was korrigieren, denn hier ist ein, ja, im Prinzip Denkfehler drin. Wenn wir hier mal aufrufen, zack, stand in den Kommentaren. Das wäre okay, wir sind hier im Industriebereich mit den Teilen. Was wir aber natürlich nicht sind, ist, wenn wir hier gucken, ja, da wo Agrar Sinn macht. Hier unten nämlich nicht, nur hier, da hinten, ja, und hier oben. Wir ziehen mal um mit den Teilen. Danke für diesen Hinweis, ich habe mich eh schon gewundert, warum die nicht wirklich funktionieren wollen. Ist eigentlich logisch, wenn da nicht Agrar ist, kann da nicht Agrar entstehen. Jetzt muss ich aber grundsätzlich noch zu dem DLC sagen. Ich habe jetzt immer gesagt, wie cool das ist. Mit diesen vielen neuen Gebäuden. Ja, aber das, wie soll ich sagen, das Dingens drin, also die Idee dahinter, wie komplex das Ganze ist, das ist sensationell. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das sage, es ist einfach so. Weil wenn man bedenkt, was da früher für DLCs kam, ja, diese Snowmod zum Beispiel, da gab es Straßenbahn und Schnee. Dann gab es das Parklife DLC, okay, da waren ein paar Parks dabei, aber das hier, das ist im Prinzip ein Spiel im Spiel. Weil, ja, wie gesagt, das ist dermaßen komplex. Wenn man hier mal guckt, also was heißt dermaßen komplex? Es ist ausgereift, es ist durchdacht. Das ist wirklich ein, wie soll ich sagen, City Skylines ist das Spiel und meinetwegen Industrie Skylines ist tatsächlich nochmal ein Spiel drin. Wenn wir jetzt hier mal gucken, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Nutzpflanzen, 74 Tonnen, Mehl, Tierprodukte, das läuft alles und so weiter. Wir machen Minus, perfekt. Nein, das ist natürlich nicht perfekt. Da müsste man jetzt genau gucken, wie was wo. Richtlinien können wir auch noch machen, verbesserte Logistik und so weiter. Was macht die denn? Das Packen und Planen von Lieferungen funktioniert aufgrund des verbesserten Inventur- und Fahrzeug-Tracking-Systems effizienter. Erhöht die Lagerkapazität von Förderanlagen und Aufbereitungsanlagen um 20%. Erhöht die Unterhaltskosten. Ja, machen wir trotzdem mal, weil wo ist denn hier jetzt der Wurm drin? Wenn man da mal so guckt, 74 Tonnen. Wir könnten eigentlich mehr Nutzpflanzen brauchen, sehe ich das richtig? Was läuft hier unter dem Bereich Nutzpflanze? Was wir eben auch nicht gemacht haben anscheinend. Also was ich nicht gemacht habe. Moment, wenn ich es finde. Eben nicht die Viehweide. Nein, das war eben genau nicht, was fehlt. Sondern da, ein großes Getreidefeld. Das wollen wir wirklich auf Getreide setzen. Deswegen machen wir jetzt hier mal ein paar Getreidefelder hin. Machen wir die auch hier oben. Da brauchen wir dann irgendwie noch so eine Zugangsstraße. So, zack, zack, zack. Ich glaube, da kann man auch einstellen, was man da genau möchte. Werden wir gleich gucken. Vier Stück hätten wir mal. Ach, das würde eh schon. Guck mal, das wird dann unterschiedlich hier gemacht. Sehr gut. Hier haben wir Weizen, hier haben wir Mais und hier haben wir ein Treibhaus. Nutzpflanzen, Nutzpflanzen. Okay, gut. Machen wir doch hier noch ein paar Straßen hin. Wir haben zwar jetzt hier wieder Nachfrage, aber okay. Oh ja, die Mautstellen, genau. Da kommen wir dann auch gleich noch dazu. Irgendwie so ein Feldweg, so ein richtig schöner landwirtschaftlicher Feldweg gehört hier hin, meiner Meinung nach. So, hier lang, dann gerne hier geradeaus. Wenn es schon so, ja, jetzt passt es leider nicht mehr. Ich würde gerade sagen, wenn es schon so schön hier ran passt, müsste man das eigentlich auch ausnutzen. Machen wir hier halt eine Kurve, ist ja egal, hier geht es wieder so lang und hier geht es gerade. Zack, da rein. Und das werden wir dann noch weiter spinnen, das Ganze. Beziehungsweise das könnte man eigentlich jetzt schon machen, damit die hier wirklich auch Querstraßen haben. So, hier oben wieder geradeaus. Funktioniert, sehr schön. Mal bis hier hin. Dann gehen wir hier runter. Sagen wir so. Und gehen hier aber auch noch rauf, falls halt hier tatsächlich noch einer da rauf will. Gut, hätten wir. Hier hinten ist es soweit okay, denke ich mal. Jawohl. Aber jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus, finde ich. Das ist eher Landwirtschaft. Man sieht ja auch, das wird gleich genutzt. Wunderbar. Können wir hier zumachen. Mautstellen. Das wäre sicher eine Idee. Und dann ist mir gerade aufgefallen, dass wir irgendwo hatten wir gerade arg Verkehr. Ja, hier unten. Haben wir hier wieder Ampeln? Nee, eigentlich nicht. Das sind definitiv keine Ampeln. Das ist halt tatsächlich Verkehr, weil das Ganze auch gar nicht so schlecht läuft. Auch wenn wir hier Minus machen. Ja, jetzt machen wir Plus. Okay, sehr gut. Mautstellen. Ich möchte mal Mautstellen machen, aber nicht bei der Industrie. Oh, Moment, da hat noch jemand keinen Strom. Das geht so nicht. Die brauchen Strom. Zack, und schon geht nicht. Ich wollte gerade sagen, und schon haben sie ihn. Jetzt haben sie ihn. Gut.
Ja, wir gucken mal. Hier hinten haben wir doch die Autobahn. Das wäre doch eigentlich eine Idee, hier eine Mautstelle zu integrieren. Ich gucke mal, wie das genau funktioniert. Hier haben wir die Breite, große Mautstelle, eine Richtung. Nein, wir brauchen eigentlich... Ja, wobei... Moment, ich muss mal gucken. Die ist zu breit. Die ist eigentlich auch zu breit. Wenn man hier die Autobahn nimmt, dann würde das hier passen. Da müssen wir natürlich die Straße kappen, sonst funktioniert das nicht. Und wo machen wir die hin? Gleich hier mal oder irgendwie eher hier vorne? Oder hier, Fragen über Fragen. Hier bringt es nicht viel, weil das müsste schon in der Nähe von der Einfahrt irgendwie sein, denke ich. Zum Beispiel hier, vor der Ausfahrt. Wenn man in die Stadt rein will, das wäre doch eigentlich eine Idee. Das lassen wir jetzt hier mal das Ding dort. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen. Merkt man es? Mir ist nicht ganz klar, was hier am ehesten Sinn macht. Ich würde sagen, hier vorne. Also wir bauen aber sowieso zuerst Kollege Backer. Damit wir das hier reinkriegen. Jetzt hat es Platz. Zack. Okay. Dann gleich wieder die Straße vervollständigen. Autobahn war hier. Gerne mit Schutz, also Schallschutz. Ist das die richtige? Nee, das müsste, glaube ich, die sein. Nee, die ist wahrscheinlich zu breit. Oder? Nee, das war genau die richtige. Ist nur falsch rum. Das ist aber kein Ding. Zack, schon ist es richtig rum. Okay, ach, du brauchst Strom. Echt jetzt? Ja. Okay, dann machen wir hier mal noch einen Strom hin. Okay, weil sonst funktionieren natürlich die ganzen Computer nicht. Also, die müssen jetzt hier langsamer fahren. Ganz klar, das wird... Oh ja, das wird aber zu massivem Stau führen hier hinten wahrscheinlich. Naja, das ist halt Mautstelle. Das kennt man aus Italien. Also ich kenne das primär aus Italien. Man hat ewig lange keinen Stau. Und wenn Stau kommt, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich wegen einer Mautstelle. Vielleicht wäre es fast cleverer, man würde die hier zur Zufahrt hin machen. Aber es ist natürlich schon so. Also in Italien, ich weiß nicht, wo das sonst noch ist, aber in Italien stehen die Teile mitten auf der Autobahn. Das ist kein Scherz. Also da muss man tatsächlich runterbremsen. Wir lassen das mal für den Moment so. Wenn wir sehen, dass das nicht funktioniert, werden wir es ändern. Jetzt bräuchten wir aber eben auch noch so ein Teil in die andere Richtung. Vielleicht sogar hier unten. Das Problem ist, wenn ich das hier kappe... Nee, das geht. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass dann hier die Häuser weg sind. So, mal so. Dann hier wieder Mautstelle. Wieder diese hier. Mal gucken, wo ich dich hinkriege. Das geht, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Das hängt da irgendwie fest. Okay. Wir machen Alarm. Nein, wir machen Pause. So, und kappen das hier auch noch. Ändert aber nichts dran, dass wir das Teil hier brauchen. Moment, bisschen drehen. Oh, da ist tatsächlich das andere Gebäude dann weg. Nee, das möchte ich nicht. Und hier haben wir den Platz nicht. Wisst ihr was? Ich guck mal schnell. Weil wir haben doch hier hinten noch Öl. Ja, das ist halt so weit weg. Von wegen Kachel kaufen. Wie sieht das aus? Ein bisschen Öl hätten wir. Wir kaufen uns die Kachel. Zack, okay, danke schön. Weil dann kann ich erstens hier die Mautstelle hinmachen und zweitens können wir hier hinten endlich mal gucken, wie das denn mit der Ölindustrie so aussieht. Gut, dann mache ich hier aber natürlich wieder die Autobahn ganz normal hin. Nein, falsch, Autobahn ist hier. So, und nicht ändern, sondern bauen. Zack, passt. Und von hier müssen wir wieder hier rein. Passt auch. Und jetzt kappen wir das Ganze zack, zack hier hinten. Mautstelle. Hier ranhängen. Gerne. Ach, irgendwie dockt das immer bei der anderen an. Moment, wenn ich hier drücke. Ne, geht nicht, geht nicht. Okay. Kommt weg, damit wir hier in Ruhe die Mautstelle setzen können. Jetzt funktioniert's. Zack. Okay. Autobahn. Zack. Sehr schön. Und hier noch Autobahn. Und dann passt das Ganze wieder. Dann können wir es eigentlich wieder laufen lassen. Das Ganze. Hier wieder zumachen. Und jetzt haben wir hier tatsächlich eine neue Kachel. Wunderbar. Gut, was hier auch noch fehlt, ist IT-Cluster. Und was auch noch fehlt, dass wir vielleicht mal ohne IT-Cluster noch Büros hinstellen. Das werden wir auch mal noch bei gegebenem Anlasse tun. Sollen wir in Richtung Halt? Die haben kein Wasser, die haben keinen Strom. Okay, machen wir. Und dann gehen wir in Richtung Öl, würde ich sagen. Wenn wir das schon können, dann machen wir das natürlich auch. Strom haben wir hier. So, schon seid ihr hier auch am Netz. Jetzt gucke ich aber doch nochmal kurz hier hinten. Haben wir hier einen massiven Stau? Nein. Guck mal, das reguliert sich eigentlich halbwegs. Oder es hat sich rumgesprochen, dass man hier bezahlen muss. Und jetzt kommt keiner mehr von außerhalb hier in unser Städtchen, weil sie keinen Bock haben, hier was abzudrücken.
Ich weiß es nicht. Wir beobachten das mal. Ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, dass wir hier massiv Geld verdienen wollen mit den Teilen. Geld haben wir eigentlich genug, wir haben 1 Million. Es geht mir primär darum, dass man diese Mautstellen auch nutzt. Wenn wir sie schon haben. So, wir kommen gleich zum Öl. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz nach hier hinten. 2000, okay, ist immer noch ausbaufähig. Nutzpflanzen. 5 Tonnen Mehl, 61 Tonnen Tierprodukte, Verkauf, okay. Ja, da müsste man im Endeffekt wahrscheinlich noch mal ein paar so Teile machen. Oder haben wir 163 Tonnen. Vielleicht fehlt es beim Mehl auch an Dingens. Moment, ich gucke mal ganz schnell. Wo haben wir die denn? Ich Instandhaltung, Melkstand, nein, nein, nein. Getreidemühle, dass wir vielleicht nochmal eine Getreidemühle offerieren. Hier haben wir hier in der Nähe vielleicht sogar. Ja, hier oben. Zack, okay. Kostet natürlich wieder ein bisschen, aber vielleicht kommen wir dann hier ein bisschen mehr an Geld. Gut, Öl. Wo ist unser Öl? Das ist dann doch noch ein bisschen weiter weg. Und jetzt haben wir hier wieder so eine Ausfahrt. Okay, die müssen wir nochmal das gleiche machen. Nee, wisst ihr was? Jetzt machen wir hier dieses Kleeblatt. Wenn wir das schon können. Weil hier haben wir definitiv den Platz. Da muss ich aber nochmal kurz Pause machen. Den Bagger schnappen. Und hier das ganze Gerät demontieren. So, das ist halt irgendwie alles zusammengesetzt. Deswegen muss man es halt wieder einzeln abreißen. Hat man ja aber auch relativ schnell. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal Cities Skylines gespielt habe und sowas abgerissen habe, habe ich gedacht, was ist das denn für ein Käse? Warum ist das nicht ein Teil? Ja, weil eben auch diese Mods, wenn es Mods sind, zusammengesetzt sind, natürlich eben aus Einzelteilen. So, Kreuz haben wir hier. Da ist das Kleeblatt. Oh, schau mal. Einer an, das passt ja. Da habe ich ja abgerissen wie ein Weltmeister. Das passt ja perfekt. Ja, gar nicht überlegen. Kommst du hier hin? Ich habe jetzt nicht mal geguckt, was es kostet, aber bei 1 Million, die wir hier haben, würde ich sagen, müssen wir auch nicht mehr massiv drauf achten, was das kostet. So, hier rein. Und hier in die Richtung rein. Das wäre in Ordnung. Hier ist es ja angeschlossen. Und hier, ja, düsen wir mal in die Richtung und gucken, dass wir nicht direkt ins Öl reinkommen. So, das ist einfach die Autobahn, die führt hier lang. Moment, eine Abfahrt brauchen wir aber trotzdem noch. Ganz klar. Irgendwie in die andere Richtung. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich möchte eben nicht ins Öl sozusagen reinkommen hier. Weil wir haben sowieso relativ wenig erst. Da hinten ist dann der große Teil. Bei der nächsten Kachel. Sollen wir das ein bisschen krumm machen? Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Dass wir das irgendwie so hier hin machen. Dann haben wir da ein bisschen mehr Platz für die Industrie, für das Öl. Okay, Autobahn. Sorry, muss niesen. Okay, nein, die Kurve. Nochmal niesen. Heiliges Radieschen. So, jetzt aber. Da brauchen wir aber eigentlich kein Dingens. Kein Schallschutz. Zumindest im Moment noch nicht. Deswegen nehmen wir den weg. So, hier rein. Klappt schön mit Kurve. Wunderbar. Was hier hinten passiert, das gucken wir dann später. Beziehungsweise ich würde mal sagen, das geht irgendwie so weg. Vielleicht sogar hier in Richtung Eisenbahn. Deswegen baue ich das jetzt trotzdem schon mal. Wenn es jetzt halbwegs funktioniert, nein, dann kriegen wir hier, jawohl, gar nicht schlecht. Ist doch halbwegs parallel. Ist halt wieder falsch rum, aber auch das haben wir relativ schnell geändert. Mit Rechtsklick, nicht mit normal, sonst geht's nicht. So, und jetzt müsste das, wenn man sich das so ansieht, eigentlich passen. Autobahnzufahrt wäre vollbracht. Hier mit Kleeblattkreuzung. Wir lassen laufen. Sehr schön. Scheint Ihnen zu gefallen, wird genutzt. Perfekt. Oh, ja, wir haben natürlich immer noch keinen Bahnhof. Also für Personenzüge. Das muss dann auch relativ schnell kommen, sonst bauen sie uns dann aber alles zu. Und das kann es ja dann auch nicht sein. Also, hier wäre Öl. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Hier gibt es, weil es eine Ausfahrt ist, nochmal einen Kreisel. Nein. Irgendwie sowas in der Richtung. Das muss nicht mal riesengroß sein. Vielleicht so. Ja, das ist okay. Machen wir den. Oder es ist halt Industrie. Darf eigentlich schon eine gewisse Größe haben. Wir machen dich mal so hier hin. Zack, okay. Was machen wir jetzt mit den Straßen da unten? Das gucken wir jetzt gleich. Autobahnauffahrt. Okay, wobei da könnte man auch... Wir nehmen die normale Straße. Man ganz einfach Einbahn raus. So, du gehst mal da rein. Ja, das ist zu gebogen. Dann eher so. Geht nicht. Halt. Jetzt hat es geklappt. Hier brauche ich nur auch noch Einbahn.
Moment. Geht nicht. Warum kann ich aus dir keine Einbahn machen? Jetzt geht's. Okay, weil ich dich nicht geändert habe. Ist eigentlich ganz einfach. Jetzt haben wir das aber falsch. Weil ich kann mit dem Teil nicht da rein. Sonst haben wir hier zu viel Auto-Dingens. Ich brauche hier Öl. Machen wir anders. Das wird nochmal gekappt. Okay. Und dann machen wir hier, nehme ich einfach eine Kurve dahin. Nein, nicht abreißen, um Gottes Willen. Ich wollte doch eigentlich bauen. So, jetzt. Gehen wir so mit einer Kurve. Und da rein. Okay, und jetzt das hier noch ändern. Sehr gut, das passt schon mal. Und jetzt mit dem Teil gehen wir... wohin? Ja, hier raus. Hier habe ich ja das Teil gekappt, genau. Ist das Einbahn? Jawohl, das müsste Einbahn sein. Einfach hier rein. Okay, passt. Wunderbar. Haben wir. Und jetzt können wir nämlich hier das Ganze so machen. Ja, dass wir hier entlang dem Öl bauen. Und das würde ich jetzt nämlich auch angehen. Wir nehmen ein Sträßchen. Ich brauche hier den Raster nicht mal, weil man sieht ja hier eigentlich der Fläche an schon. Dass hier irgendwie Industrie drunter ist. Und wir wissen ja, es ist Öl. Also wenn sich das jetzt nicht innerhalb von 2 Minuten geändert hat, müsste immer noch Öl da sein. Einbahnstraße brauchen wir in dem Sinn nicht mehr. Vielleicht sogar mit Bäumchen, damit wir ein bisschen noch hier auf die Umwelt achten können. Und dann gibt es hier so eine Art Hauptstraße hier lang. Zack. Zack. Hier schön dem Öl entlang. Bis hier unten hin. Und hier geht es dann weiter, wenn wir die andere Kachel haben. Gut, dann kommen wir zu den kleineren Straßen. Da nehmen wir auch Bäumchen, würde ich vorschlagen. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach irgendwie unterteilen. So, mal hier lang. Dann gerne hier lang. Und hier vorne kannst du eigentlich wieder rein. Okay. Jetzt ein Raster ziehen. Das Problem ist natürlich, ich weiß jetzt noch nicht, was wir hier für Gebäude installieren. Ich muss mal einen Teil sozusagen noch groß lassen, dass wir wirklich auch noch ein großes Gebäude reinkriegen, falls das nötig wäre. Okay, passt. Gut, dann machen wir hier ein Öldingens draus. Das heißt, zuerst mal hier das Industriegebiet erstellen. Vorteil ist, wenn wir jetzt tatsächlich nur das nehmen, was auch tatsächlich Öl beherbergt. Das wäre eigentlich dieser Bereich hier. Okay, und das ist dann nicht Victoria-Dingens, Victoria-Region, sondern New Dallas. Eigentlich ist es schon New Dallas 3 wahrscheinlich. Wir machen mal New Dallas 3, weil wir hatten in den vorhergehenden Staffeln schon Dallas. Okay, das hätten wir. Jetzt gehen wir zur Industrie und schauen hier beim Öl. Dann haben wir hier nämlich die Ölindustrie. Das Hauptgebäude. Das muss im Gebiet drin sein. Steht eigentlich nicht. Aber das machen wir definitiv hier mitten rein. Hauptgebäude. Zack. Ahoi. Und dann wird das hier freigeschaltet. Kleine Ölpumpe. Ölschlamm. Pyrolyseanlage. Kleines Rohöltanklager. Sehr gut. Möchte ich mir jetzt zuerst mal kurz ansehen, auch wenn hier natürlich noch nicht viel los ist. Aber ist ein neues Gebäude. Da möchte man natürlich schon mal kurz vorbeisehen. Und da steht auch schon wieder einer. Ach, ich habe keinen Strom. Okay, der hat immerhin keine Mistgabel. Also das ist gut gemacht. Ist nicht der gleiche Avatar sozusagen, sondern das ist, ja, der sieht tatsächlich ein bisschen so aus, als, also erstens wüsste er gerade nicht, was er tun soll. Und zweitens, als hätte er mit Öl zu tun. Hab mich gefreut, Sie kennenzulernen. Sie brauchen Wasser. Ja, jetzt sind wir hier natürlich weit ab vom Schuss. Das heißt, wir werden jetzt hier mal einfach hier rüber düsen und uns hier hinten Wasser holen. Okay. Und dann könnte man hier eigentlich den Rest auch schon mal zumindest teilweise, oder wir machen alles schon, dass wir wirklich überall Wasser haben. In diesem Bereich. So, da runter. Hier geht das weiter. Da rein. Dann geht es hier runter. So, jetzt habe ich da genau einen Zipfel freigelassen. Halleluja. Moment. Entzipfeln. Okay, entzipfelt hat stattgefunden sozusagen. Oder Entzipfelung. Warum komme ich jetzt hier nicht raus? Das muss ich so machen. Zack, zack, hier runter. Und dann hätten wir hier, würde ich sagen, mehr oder weniger überall Wasser. Was wir auch nicht haben, ist Strom. Wie sieht das generell aus? Ist okay. Dann holen wir uns den Strom von hier hinten. Ist zwar ein bisschen doof. Wenn wir jetzt hier wieder eine riesen Dingens rüberziehen müssen. Wir haben immer noch über 1 Million. Ich würde mal vorschlagen, wir bauen hier was. Aber gerne was eher Sauberes. Wie sieht es denn damit aus? Das haben wir, glaube ich, noch gar nie
gemacht oder hingestellt. 240 Megawatt, wow, dieses Kraftwerk wird durch Sonnenwärme betrieben. Aufsteigende Warmluft versetzt die elektrizitätserzeugenden Rotorenblätter in Bewegung. Dank der großen Elektrizität speichernden Batterien im Gebäude kann das Gebäude auch nachts betrieben werden. Das hätte ich gerne mal. Hui, das ist ja ein richtiger Apparat. Vielleicht nicht gerade da, wo das Öl ist. Also das wäre dann vielleicht eher hier hinten. Jetzt brauche ich tatsächlich nochmal kurz diesen Raster hier. Ja, hier hinten wäre es nicht schlecht. Hier haben wir sogar noch Forstwirtschaft, wenn man es genau nimmt. Könnte man auch nochmal installieren. Hier oben ist aber eigentlich auch kein Öl mehr. Lasst uns das hier hinstellen. Hier, wo wir wirklich eigentlich außerhalb vom Öl sind. Zack, okay. Und dann gibt das hier natürlich noch eine Stromleitung. Und zwar... ach, das hat eh schon gereicht. Okay, dann müssen wir das gar nicht machen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir hier 240 Megawatt produzieren, nur für dieses Haus. Das heißt, so eine Leitung nachher hinten wäre doch nicht grundverkehrt oder in die Richtung. Hier haben wir auch Strom. Ja, das würde ich tatsächlich machen. Das sieht nicht wirklich gut aus, aber ich möchte eigentlich den Strom, den wir da hinten herstellen, für den ganzen Bereich hier nutzen. So, die kommen ja wieder weg. Sobald wir sie nicht mehr brauchen, sind die wieder weg. Moment, zack, zack. Einmal über die Autobahn. Hier gleich nochmal über die Autobahn. Sieht dann relativ belebt aus. So, und jetzt haben wir nämlich das Teil hier angeschlossen an die Stadt, weil irgendwo geht hier Strom rüber, genau da hinten. Wenn da mal eine Katastrophe kommt, wird das schwierig mit diesen kleinen Einzelteilen, die wir hier gesetzt haben. Und wir müssen natürlich auch tatsächlich mal noch etwas in Sachen Katastrophenschutz tun. Aber wir sind jetzt gerade beim Öl. Machen wir dann demnächst. Also wir haben hier eine kleine Ölpumpe. Eine einzelne Ölpumpe zur Förderung unterirdischer Rohmaterialien der Ölindustrie. Die Förderanlage muss auf ein Ölfeld. Okay, werden wir machen. Auf ein Ölfeld. Wir machen hier mal ordentlich welche hin. Alle mal in der Nähe im Moment. Okay. Dann haben wir, Moment, nicht drüber scrollen. Kleine Ölpumpe. Hier haben wir Ölschlammpyrolyseanlage. Ölschlammpyrolyseanlagen verarbeiten Öl zu Petroleum. Diese Aufbereitungsanlage erfordert zur Produktion des Spezialgutes Petroleumöl. Also, die holen Öl und hier wird dann das Ganze entsprechend verarbeitet. Machen wir gleich mal zwei, Wasser und so weiter, kriegt er gleich. Und hier haben wir noch die Tanks, die können außerhalb platziert werden. Ein kleiner Rohölspeicher außerhalb. Wäre dann plus minus etwa hier. Machen wir mal ein so ein Teil. Okay, und jetzt müssen wir im Prinzip warten, bis hier Action reinkommt. Beziehungsweise erst müssen wir mal Kollege Strom noch hinmachen. So, Wasser habt ihr ja, dafür haben wir gesorgt. Die haben Strom, die hier hinten haben auch keinen. So, jetzt haben sie. Wie gesagt, kommt alles weg, sobald das zusammengewachsen ist. Und jetzt natürlich mal schnell gucken. Wow, ja, ja, da wird schon ordentlich gepumpt, gemacht und getan. Ein Güterbahnhof kriegt er natürlich auch noch. Und was wir jetzt auch noch machen, ist, wir stellen hier nochmal ein paar so Pumpen hin. Einfach, weil sie cool aussehen. Ne, nicht einfach, weil sie cool aussehen, sondern weil wir sie brauchen. Und weil sie cool aussehen. So, okay, eine ganze Armada. Da kommen dann sicherlich noch große Ölpumpen dazu. Ganz klar, sobald das Ganze hier ein bisschen gelevelt hat, wird das entsprechend größere Dingens geben. So, die warten hier auf Rohstoffe, das ist auch klar. Da muss erstmal ein bisschen was passieren hier. Und die Fahrzeuge fehlen. Jetzt muss ich mal gucken. Doch, doch, das klappt soweit alles. Von wegen, dass hier Autos hinkommen können. Das dauert ein Momentchen, ganz klar. Bis das dann hier abgeholt wird. Eben, einen Güterbahnhof gibt es natürlich auch. Da müssen wir eigentlich nicht weit, weil hier hinten sind schon die Gleise. Das wird also auch relativ einfach funktionieren. Was wir hier halt auch brauchen, das ist Feuerwehr und Co. Ganz klar. Vielleicht ein Friedhof, vielleicht später. Ich meine, hier wird in dem Sinn nur gearbeitet. Aber schaut mal. Hier diese Türme. Die brauchen wir definitiv auch, weil ich glaube, wir machen hier tatsächlich auch noch Forstindustrie hin. Dann haben wir so einen riesen Industriekomplex. Gut. New Dallas 3 läuft. Das passt soweit. Was wollte ich noch? Busse im Moment brauchen wir keine. Polizei auch nicht. Feuerwehr haben wir eigentlich gerade gemacht mit den Dingern da. Wir könnten hier aber auch mal noch Hubschrauber installieren. Zack, okay. Und zwar kommen die hier hin. Wäre schön, wenn ich jetzt nicht gerade den Strom kappen würde. Zack, sehr gut. Die sind natürlich auch für die Stadt zuständig. Ganz klar. Jetzt haben wir doch ein bisschen Geld ausgegeben. Wir haben noch 880.000. Wir kriegen aber 30.000, 33.000 rein. Das ist also
Okay, gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, cool. Ja, jetzt sind wir bei der Ölindustrie angekommen. Jetzt bin ich gespannt, was man hier alles machen muss. Wir dürfen aber trotzdem da hinten unseren Bauernhof nicht vergessen und die Forstwirtschaft, die wir da haben natürlich, und auch die Erzindustrie. Wir werden das alles weiterhin im Fokus behalten. Gut, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich möchte hier noch kurz... Moment, wo war's denn jetzt? Wo sind... Oh, jetzt kommen sie hier aber mit ihren Fahrzeugen. Hier sind die Pumpen. Genau, die wollte ich nochmal. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.